Hey Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge Arc Crystal Isles. Und ja, ihr seht, wir haben uns hier schon einen Terry organisiert. Den wollen wir als nächstes zähmen. Dann haben wir erstmal das Wichtigste an Farmtieren zusammen. Und ja, als kleine Info für die Leute, die es noch nicht wissen, das Arc Summer Bash hat begonnen. Ihr könnt euch wieder Holiday-Klamotten und all das ganze Zeug craften. Deswegen haut rein, Leute, die Zeit ist begrenzt. Und viel Spaß dabei. So, jetzt muss ich erstmal gucken, dass wir hier alle auf Passiv pfeifen. Ich hoffe, die sind alle auf Passiv, wenn der jetzt hier anfängt, die Base zu hitten. Ja, nicht, dass die alle auf den drauf stürmen. Ja, das Problem ist jetzt auch, ich muss hier erstmal treffen. Das ist auch so eine Sache. So, noch ein Stück, noch ein Stück. Ah, so, bist du? Jawohl, er ist drin. Okay, er macht nichts. So, dich auch direkt halt hier auf Passiv. So, dann gehe ich mal kurz gucken, ob die alle wirklich auf Passiv sind. Okay, sieht gut aus. Wir können starten. Okay, sehr gut, er liegt. Da haben wir den Guten. So, okay. Jetzt müssen wir mal gucken, wie schnell der Topper runtergeht. Angeblich geht er relativ schnell bei dem runter. Denn das ist nicht das Einzige, was wir in dieser Folge vorhaben. Ich erkläre es euch gleich. Na, es geht. Ich weiß nicht, ob wir jetzt allzu viel hier machen können in der Zwischenzeit. Aber wir schauen mal auf die Map. Der rote Punkt, relativ in der Mitte von der Map, Base Spot. Ja, ich habe einen neuen Spot gefunden. Und da wollen wir unsere Base aufschlagen. Was ich auch noch vorhabe, sind ein paar andere Tierchen zu zähmen. Dazu später mehr. So, was brauche ich hier? Metallbahn. Okay, ich habe auch zwischendurch ein bisschen gefarmt. Wir haben ziemlich viel Metall schon. Nur leider verbraucht sich das auch sehr, sehr schnell. So, das nehmen wir mal alles mit. Die Nacht ist vorbei und wir pumpen unseren Terrazino hier jetzt noch ein bisschen mit Narkosemittel voll. Damit er auch schön lange im Koma bleibt. So, hauen den direkt ein paar Mejos rein und jetzt geht's weiter. Wir zählen heute eine ganze Menge. Wir brauchen nämlich einen Argentavis als nächstes. Okay, hier haben wir einen nice Spot gefunden mit ein paar Agentarwissen. Mal schauen, ob hier was Brauchbares dabei ist. Ein 25er. Hier war doch noch einer. Irgendwo. Ah, hier. Du bist 95. Ja, okay, noch nicht ganz so das, was ich suche. So, du bist Level 20. Du bist komplett Müll. Okay, und Level 90. Ja, auch nicht so nice. Ah, hier ist noch einer. Level 50. Nein, die gefallen mir nicht. Oder oh, sind ein paar. Der eine sieht sogar... Ah, ich habe meine Ausrüstung vergessen. Ah, ne, halt, ja. Habe ich ja im... Ah, Mann. Vergesslichkeit, verlass mich nicht. Die haben wir dabei. So, okay. Was hast du? Level 50 und Level 90. Ja, immer noch nicht so geil. Und ist noch einer. 95, auch nicht geil. Ich will einen höher leveligen. Ansonsten lohnt sich das nicht. Müll. Okay. Ist zwar jetzt nicht das höchste, was man finden kann, aber mir reicht's. Du bist Level 50. Scheißegal. Okay, dann clearen wir hier erstmal die Area. Weil diese Landeanimation, der sieht mir ein bisschen verwirrt, habe ich manchmal das Gefühl.
genau, ihr hier, verpisst euch. So, okay, wo ist er hin? Das ist unser Mann, oder? Wo bist du? Da. Ist zwar jetzt nicht unbedingt der schönste, aber es reicht mir vollkommen erstmal. So, ach halt, habe ich alles im Inventar, dann stelle ich den hier wieder auf passiv. Ach, wo ich die kleine Knutschkugel hier sehe, die habe ich zwischendurch auch gezähmt, damit wir eine haben. Aufpassen, dass ich die nicht zu weit auseinanderstelle. Müsste eigentlich reichen. Ja, die sind sogar noch ein bisschen zu nah. Besser? Ja, geht schon. Geht in Ordnung. Ja, okay, schade. Ich hätte es gerne, dass sie nach außen aufgeht, aber. Naja, man kann ja nicht alles haben. Ich muss nur gucken, wie ich hier den jetzt hier reinbekomme. So, du bist der 130er, sehr gut. Ich gebe noch ein bisschen Material hier schnell holen. Müsste eigentlich schon reichen. So, sehr gut. Foundation können wir bauen. Ziehen wir so schnell die Rüstung an. Oh, da ist ein Rex, den mache ich erstmal platt. Ansonsten könnte der mir hier ein bisschen auf den Geist gehen. Okay, der Rex ist down, gibt mir auch direkt noch ein paar Fillets. Sehr schön. So, dich packe ich jetzt hier ein Stück weiter weg. Oh, ich treffe den jetzt hier wahrscheinlich aus der Entfernung noch nicht. Mal gucken, nicht, dass du ein anderer bist. Ne, ist er. Kommst du, kommst du, kommst du? Ja, kommst du. Oh, jetzt hier direkt neue Rex gespawnt. Und ein Revenger? Ey, wo willst du hin? Ja, genau, komm hier schön rein. Oh nein! Das ist blöd gelaufen. So, sehr gut, jetzt bist du drin. Oh, perfekt, er liegt. So, dann packen wir jetzt hier alles schnell in unsere Wyvern rein.
und spawnen wieder zurück zum Terry. Okay, da hat sich fast gar nichts getan. Ich pack trotzdem noch ein bisschen Narkotik mit rein. Und es geht wieder zurück zum Agent Tavis. Okay, der Archie braucht noch ein bisschen, der Terry auch. Ich habe gerade nochmal nachgeguckt, aber wir können schon mal hier auf Futterjagd gehen. Da hinten haben wir auch schon den T-Rex, der by the way auch sehr hübsch aussieht. Also, den töte ich jetzt eigentlich schon ungern, aber gut, der macht auch nicht so viel Schaden, von daher, der wird nicht unbedingt jetzt ein hohes Level haben. So, da ist noch einer, den holen wir uns auch. Oh, der macht schon ein bisschen mehr Schaden. So, da bellen sich auch noch, ich glaube, Allosauren. Aber mal drauf geschissen. Wir packen jetzt hier erstmal das ganze Futter dem Archie rein. Oh, 46 müsste eigentlich reichen. So, wie sieht's aus? 20 direkt, sehr gut. 40, 60, ah, das könnte direkt auf Anhieb klappen. 80. Und, ja, sehr gut. Okay, Namen geben wir dir später. Ich gucke mir die Stats an. Ja, gut. Ja, kann man machen. Ein bisschen auf Leben leveln, dann geht das schon. In Ordnung. So, komm mal raus. Ich hätte mir vielleicht einen Sattel direkt mitnehmen sollen. Ich halt aufpassen, dass ich jetzt nicht zu schnell fliege mit dem. Oh, wir hängen den direkt ab. Oh, okay, das wird ein langer Flug. Ja, okay, das wird ein sehr langer Flug. Leute, wir sehen uns einfach am Zielort wieder. Okay, die Base ist in Sichtweite. Wir haben es geschafft. Jetzt hoffe ich... Ah, der Terry ist auch gezähmt. So wie es aussieht. Es war ein langer Flug. Von daher wusste ich jetzt nicht, schaffen wir es rechtzeitig. So, du hältst hier an. Mal schauen, Terry, was... Geht bei dir so 217 Level. Na, Leben ist nicht ganz so geil. Ausdauer geht. Ja. Für dieses Level ein bisschen enttäuschend, aber okay. Man kann mit leben. So, dann gehen wir mal ganz schnell jetzt hier Sättel craften für die Kerle. Oder die Damen. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. So, erstmal hier freischalten. Terry und Agent Tavis. Sehr gut. So, Terrazino mache ich hier. Agent Tavis war hier irgendwo. Chitinfasern und Leder. So, Fasern. Ja, sehr gut. Ah, zu wenig. Okay, ich habe noch ein bisschen. Okay, wunderbar. So, bekommst du jetzt erstmal hier deinen Sattel. Das packe ich mal wieder in die Base rein, das brauchen wir später noch. Okay, im Vergleich zu der Wyvern ist das halt hier jetzt wirklich nicht der schnellste Flugsaurier, aber wir brauchen den für später. Denn
Ja, er kann gut tragen, was der Petri jetzt nicht kann. Und er ist deutlich präziser als die Wyvern beim Fliegen. Also von daher haben wir jetzt für jede Situation erstmal ein gutes Flugtier. Ein anderes wird auch noch folgen, dazu später mehr. Jetzt schon durch? Ich glaube eher nicht. Oder? Doch, sehr gut. Nee. Du bist ja schon quasi draußen. Warum zickst du jetzt hier rum? Komm einfach mal mit. Ich will jetzt nicht die Wände extra einreißen müssen. Nur weil du zu fett bist. Aber okay, dann werde ich wohl einreißen müssen, zwangsläufig. So, okay, perfekt. Unsere Truppe wird immer größer. Jetzt haben wir sogar einen Dino, den wir perfekt zum Kampf nutzen können. Am Boden. Und der uns auch gut Holz farmt. Wie schnell ist denn der voll? Wir können es ja mal testen. Ja, das sammelt richtig gut. Ohne dass er jetzt abrupt schnell voll ist. Für die Menge, die ihr hier auf einen Haufen kriegt. Sehr schön, das freut mich. So. Na ja gut, 1400 Ausdauer hat er, Gewicht. Könnte man noch ein bisschen, aber ich gehe erstmal auf Leben. Denn der soll ja noch ein bisschen krasser werden. Hier zum Farmen reicht es auf jeden Fall. So, okay. Also, ihr seht, der hat fast 8. Ja, der hat 8000 Holz gefarmt in Windeseile und ist jetzt gerade mal überladen. Also, das lohnt, die Investition hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, hier mal ein bisschen Ordnung schaffen, mein ganzes Zeug mal wieder einladen. Und damit sind wir auch schon unterwegs, den nächsten Punkt auf unserer Agenda abzuhaken, und zwar den Basebau. Ja, wir können mal kurz hier in die Wyvern reingucken. Ich habe mir alles erstmal mitgenommen, was wir jetzt hier für ein Grundgerüst brauchen. Ich werde die Base jetzt in dieser Folge noch nicht zu Ende bauen, da das zu lange dauert. Aber zumindest, dass schon mal ein bisschen was steht und wir ein Bett hier haben. Ich hatte eigentlich vor, in dieser Folge noch ein bisschen was zu zähmen, aber ja, das wird den Rahmen der Folge sprengen und. Ist es das hier schon? Ich bin jetzt nicht ganz sicher. Ja, das ist es. Okay. Gut, ist jetzt hier vielleicht nicht der beste Spot, um mit großen Dinos rauszulaufen, aber okay. Es muss ja auch nicht der letzte Spot sein, den wir hier verwenden. So, okay, dann nehme ich mal hier ein paar Foundations raus schon mal. Nur damit wir es irgendwie hier ein bisschen aufbauen können. Wie gesagt, die Base, die baue ich jetzt hier noch nicht fertig. Die werde ich eventuell offscreen weiterbauen. Da, ja, ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Beste, wenn es darum geht, eine Base aufzubauen und dabei ein gutes Let's Play abzuliefern. Deswegen verzeiht mir, ich denke mal, die meisten würde es auch nicht stören, dass ich das hier offscreen baue. So, ich will jetzt nur erstmal hier einen Anfang haben. Ah, nein. Und ja, wir können es ja auch im Notfall wieder abreißen und ein bisschen umbauen, beziehungsweise das mache ich dann irgendwann zwischendurch. So, Foundations brauchen wir nicht mehr. Hier Eingang, ein paar Wände sind auch nicht schlecht. Okay, da muss ich halt wieder mal anmerken, ich vermisse den Luxus von Atlas mit dem Bauen hier. Dass man hier einfach drauf losbauen kann, ohne dass man hier jetzt die ganze Zeit für eine Wand eine Taste klicken kann. Muss. So rum.
Eigentlich brauchen wir nur noch hier das Bett blazen und mindestens mal einen Schrank. Dann können wir unseren Stuff schon mal hier lassen. Ich dann noch mal ganz kurz hier meinen ganzen Stuff in der Box drin lassen, denn ich habe noch ein kleines Schmankerl als Abschluss. Denn wie ihr mittlerweile wisst, gibt es hier in diesem Spiel einiges, was ich noch nie gemacht habe. Jetzt nicht nur im Let's Play, sondern auch generell nie. Wie zum Beispiel gewisse DLCs gezockt. Da fehlt mir natürlich einiges, das ich auch gerne nachholen würde. So, ich hoffe, ich fliege jetzt richtig. Und wir sehen uns gleich wieder, Leute. Okay, ich bin natürlich serientypisch einmal in die komplett falsche Richtung geflogen, aber ich glaube, hier sind wir jetzt richtig. Ein ja, relativ düsterer Wald, in dem offensichtlich momentan noch nichts ist, aber da unten ist ein Gacha, der Ark Extinction. War das? Ja, doch, Extinction gezockt hat, der weiß, was diese Tiere sind oder was die machen. Kann man mal drüber nachdenken, sich so einen irgendwann zu holen, aber wir haben ein anderes Ziel momentan. Ich hoffe, ich finde den Spot jetzt wieder. Es müsste aber diese Umgebung sein. Okay, Leute, ich habe mich jetzt hier extremst verflogen. Wir befinden uns hier schon wieder auf einer, ja, auf einem schwarzen Island. Keine Ahnung, was das zu bedeuten hat, ob es hier laute Alphas gibt oder ob die Tiere besonders hochlevelig sind. Auf jeden Fall möchte ich da jetzt nicht unbedingt rein. Ich werde mich für die nächste Folge mal informieren, wo mein eigentliches Ziel ist, was ich suche. Und dann werden wir das in Angriff nehmen. Aber in diesem Sinne, Leute, für diese Folge war es das von mir. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann zeigt das auch mal mit einem Daumen nach oben. Zeigt mir das mit einem Klick auf den Abo-Button hier. Eins dieser Videos könnt ihr euch auch anschauen, wenn ihr möchtet. Und wir sehen uns in der nächsten Folge Ark Crystal Isles wieder. Bis dahin, Leute. Ciao, macht's gut. Euer Gemäßbiesen.